Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in City Skylines. Nein, nicht mit dem neuesten Add-on, aber ja, ich musste trotzdem mit dem neuesten Add-on ein bisschen arbeiten, denn immer wenn bei Cities neues Add-on rauskommt, wird ja auch für die Nicht-Add-on-Inhaber eine neue Spielversion rausgebracht mit ein paar neuen Inhalten und so weiter. Zum Beispiel kann ich jetzt auch hier, obwohl ich das Add-on nicht habe, U-Bahnen auch oberirdisch bauen. Das heißt, es sind nicht mehr zwingend U-Bahn-Tunnel, sondern ich kann die Gleise auch an die Oberfläche holen für diesen und jenen Zweck. Es gibt auch oberirdische Stationen jetzt, man kann das also ein bisschen abwechseln und so, was eine ganz coole Sache ist. Das Problem ist, die neue Spielversion hat sich nicht besonders gut mit den Mods vertragen, die bisher im Spiel waren. Und im Endeffekt bin ich jetzt den Weg gegangen, ich habe es nicht wirklich rausfinden können, woran es lag. Deswegen habe ich jetzt alle Mods gestrichen, alle. Und mir anschließend nur eine einzige Mod geladen, und zwar die aktuelle Version vom Traffic Manager. Das heißt, Despawn ist nach wie vor ausgeschaltet, was wir auch hier gerade sehen. Das macht ja gerade richtige Probleme hier. Und außerdem haben wir eben die ganzen Verkehrsverwaltungstools weiterhin an der Hand. Was natürlich gut ist. Aber es bedeutet zum Beispiel, dass wir hier, diese Umgebung hier, dieser Nebel hier über dem Industriegebiet und diese komischen verstrahlten Böden hier. Da hatte ich eigentlich eine Mod drin, die das reduziert, zurückschraubt. Aber jetzt gerade haben wir hier eben diesen violetten Driss überall. Das heißt außerdem zum Beispiel, dass die Move-It-Mod fehlt, dass ich also nicht nachträglich Straßen einfach mal eben so verschieben kann. Den Bäumepinsel habe ich jetzt nicht mehr drin. Alles so Kleinigkeiten, die halt irgendwo doch ganz praktisch waren, ne? Also wisst ihr Bescheid, wir spielen in der aktuellen Spielversion ohne das aktuelle Add-on, trotzdem mit ein paar Neuerungen und ohne die meisten Mods außer Traffic Manager. Die anderen Mods will ich mir mit der Zeit nach und nach wieder reinholen, mal gucken, was wie gut funktioniert, was ich neu installieren muss und so. Aber im Moment haben wir jetzt nur den Traffic Manager, aber damit lässt sich auch schon mal ganz gut arbeiten. Das ist ja eine feine Sache soweit. So, und ich würde sagen, wenn ich mir das hier anschaue, das ist ein Problem. Das ist sogar ein großes Problem. Was mit dem Eumel hier? Der fährt jetzt wieder, alles klar. Aber die, die hier fahren wollen, die müssen einfach viel zu lange warten, weil ich ja diese Straße hier als großen Kreisverkehr angelegt hatte. Abgesehen hiervon hatte ich ja so ein bisschen experimentiert. Und solche Experimente, die können eine Weile ganz gut funktionieren. Aber irgendwann geraten die halt einfach an ihre Grenzen. Und an dem Punkt sind wir hier jetzt gerade offensichtlich. Ja, wobei, das hat sich hier schon mal ganz gut gelegt wieder. Und hier stehen sie jetzt alle, weil sie hier nicht um die Kurve kommen. Weil der hier rumsteht. Und der steht hier rum, weil er wahrscheinlich direkt auf die innere Spur wechseln und hier drin bleiben möchte. Und das im Moment noch nicht kann. Und das hält alle auf. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und ich würde sagen, ich habe das hier als Verteiler gerade aufgebaut, aber das hier dann nicht mehr, glaube ich, oder? Nee, hier wird einfach ganz normal abgebogen, genau. Wenn ich also jetzt hergehe, hier die Straße wieder aufrüste und sagen wir mal hier einen Kreisverkehr hinsetze und hier einen Kreisverkehr hinsetze, dass man sich hier leichter einfädeln kann. Ich glaube, dann wären wir doch schon da. Das heißt, als erstes hätte ich hier ganz gerne normale Straßen. So. Zweitens schnappe ich mir hier die vierspurige. Und drittens brauche ich jetzt hier und hier einen Kreisel. Und ich weiß, auch dafür gibt es Mods. Kann man sich auch mal ansehen, aber im Moment müssen wir unsere Kreisel noch von Hand bauen. Da kommen wir im Moment noch nicht drum rum. Ja, gut, machen wir das mal so. Ich nehme hier die zweispurige Straße. Wie weit bin ich hier jetzt hochgelaufen? Das sind... Ach ja, die Engineering Precision oder wie die hieß, Mod habe ich jetzt auch nicht mehr drin. Das heißt, ich muss mich jetzt an diesen Hilfslinien hier orientieren. Das heißt, das hier sind jetzt 4, aber das hier sind 5. Das heißt, ich gehe hier jetzt noch einen hoch. Dann haben wir halt einen 5x5 Kreisverkehr. So ein paar Hilfslinien baut das Spiel ja von sich aus ein.
Dieses Ankleben hier nervt mich gerade auch. So, Kreisel Nummer 1. Und dann hätte ich hier ganz gerne noch einen. Kann sein, dass die ein bisschen nah aneinander sind, aber ich denke, das sollte trotzdem noch funktionieren können. So, dann machen wir das jetzt mal weg. Und dann könnte ich die Straße eigentlich auch hier anbinden. Das wäre ja dann relativ einfach, sag ich mal. So, anhand des Kreises sehe ich, wo ich meinen Mittelpunkt gerne hätte. Dann mache ich jetzt hier auch mal einen 5x5 Kreisel. Da ist 5x5. Das geht jetzt hier natürlich nicht. Klar, so. Habe ich mich jetzt irgendwo verschätzt? Das hier war ein bisschen mehr als 5, glaube ich, ne? Naja, ist jetzt halt so. So. Das hier verbinden wir als Teil der Hauptstraße wieder. So. Und dann habe ich gesagt, können wir hier eigentlich auch gerade eine Verbindung setzen. Da tut sich ja nichts. Das hier kann weg. Hier im Kreisverkehr brauchen wir auch keine Industrie. Hier nebendran, das können wir eigentlich machen. Das ist okay. Ja, und wer immer hier wohnt, der wird natürlich seine Freude haben mit dem ganzen Verkehr, der hier vorbei brummt. Aber das ist jetzt halt so. So, der neue Traffic Manager hat tatsächlich ein paar Vorteile. Ich kann jetzt hier Shift gedrückt halten, um die Vorfahrtszeichen auf dem Kreisverkehr beziehungsweise innerhalb einer zusammenhängenden Straße zu definieren. Und in diesem Fall hier ist der Kreisel ja eine zusammenhängende Straße. Aber ich kann auch hergehen und Steuerung und Shift gedrückt halten, dann wird das Ding hier komplett aufgesetzt. Inklusive der Linien, wenn wir jetzt hier einen Wechselpunkt zwischen hätten, dann dürften die Fahrer also hier innerhalb des Kreisels nicht mehr wechseln. Sie müssen sich also die Spur, die sie befahren wollen, beim Einfahren schon aussuchen. Dann werden sämtliche Fußgängerüberwege deaktiviert. Und dieser Durchfahrtspunkt hier, dass man in eine blockierte Kreuzung einfach reinfahren kann, der wird auch aktiviert innerhalb dieser Straße. Ich würde aber sagen, in unserem Fall... Ja, wobei, die Leutchen, die können ja hier, die Fußgänger überwegen, sind ja aktiv. Die können also hier außenrum noch laufen. Dann ist das okay, würde ich sagen. Dann machen wir das so. Dann verbinde ich hier jetzt noch eben die Straße. So. Damit haben wir das. Dann setze ich diesen Verteiler hier jetzt auf die gleiche Weise auf. Und sogar die Spuren werden definiert. Ich weiß nicht, ob ihr gerade darauf geachtet habt. Normalerweise ist es ja so, eine Spur läuft geradeaus weiter und die andere läuft geradeaus weiter und nach rechts. Weil wir ja aus zwei Spuren quasi drei machen. Eine, die abbiegt und zwei, die weiterlaufen. Und das heißt, eine der Spuren, die hier auf der Strecke sind, hat dann eine Doppelverwendung. Und die wird hiermit ausgeschaltet, damit sich die Leute hier ein bisschen besser einsortieren können und sich weniger gegenseitig auf die Füße stehen. Was eine gute Sache ist. Gut, lassen wir mal laufen. Gucken wir mal, ob uns das den gewünschten Effekt bringt. Wirklich sehen können wir das natürlich erst auf Dauer. Die Ecke hier ist auch noch ein bisschen ungünstig. Da sollte ich mir vielleicht auch noch ein bisschen was anderes überlegen. Aber naja gut, wenn das hier abgeflossen ist, dann können ja hier fährt jetzt gerade ein Bus durch, das scheint zu funktionieren, genau. Hier haben wir wieder eine Doppelverrichtung der Pfeile. Da kann ich jetzt hier auf die Pfeile gehen und einfach Steuerung drücken und dann macht er das automatisch. Normalerweise hätte ich jetzt hierher gehen müssen und sagen müssen, okay, hier du machst keine Doppelverrichtung mehr, beziehungsweise der hier war das, du machst keine Doppelverrichtung mehr, aber einfach Steuerung gedrückt halten und dann passiert das von selbst. Ist eine praktische Sache. Hier läuft der Verkehr, der große Hauptkreisel kann arbeiten, Altersheim, ja. Altersheime und Kinderkrankenhäuser sind zwei der neuen Gebäude, die es gibt. Dazu haben wir dann hier nicht mehr die U-Bahn-Tunnel, sondern die U-Bahn-Gleise. Die müssen wir jetzt selbsttätig unterirdisch verlegen, wenn wir das denn wollen. Und wir haben hier die oberirdischen Stationen, die ich an sich auch ziemlich cool finde. Müssen wir mal gucken, wo wir die verbauen. Aber irgendwo findet sich dafür bestimmt ein Plätzchen. Außerdem fällt mir gerade auf, was habe ich denn hier eigentlich für einen Käse gebaut? Die meisten U-Bahn-Linien sind hier schön verschwurbelt und geschwungen. Das sieht ganz gut aus. Hier kann man umsteigen, das ist eine feine Sache. Ja, ja, Kinderkrankenhaus habe ich gerade schon gezeigt. Aber das hier, das ist ja, das sieht ja mal, das sieht ja mal gar nicht aus. Also einen nach unten.
So, machen wir das jetzt mal ein bisschen schöner. So. Und wenn ich jetzt diese Strecke hier entferne, Alter, wie viele Leute stehen denn da? Habe ich was nicht mitbekommen? Sekunde. Da muss ich mal gerade ganz kurz hier vorbeischauen. Und dann schauen wir uns die Linien mal an, wie viele Leute hier überall stehen und ob das so noch funktioniert. Okay, das hier hat sich gerade komplett ausgetauscht. Dann würde ich sagen, hier kommt trotzdem mal eine zusätzliche Bahn drauf. Einfach, damit wir hier ein bisschen höher frequentiert sind. Dann haben wir hier die... Na, machen wir so rum. Die Linie... War ich gerade bei der Linie 1? Ja. Dann schauen wir uns die Linie 2 an. Und stellen fest, dass hier 300 Leute waren. Da erhöhe ich das Budget mal ein ganz kleines bisschen. Ich glaube, das ergibt Sinn. 3 weitere Fahrzeuge sollten das eigentlich ganz gut handeln können. Da bin ich zuversichtlich. 150? Habe ich das nicht mitbekommen? Wir haben hier noch die alten Züge, die 180 haben, so war es ja immer. Und die neuen Züge, die jetzt dazukommen, haben aber 150 Plätze. Okay, ob ich das jetzt gut finde? Weiß ich nicht. Ich meine, 30 plus minus macht den Kohl jetzt auch nicht fett, aber... Naja, ist mir halt gerade aufgefallen, ne? Und hier haben wir 3 Züge, die irgendwie alle an diesem einen Ort hier hängen. Weil die sich hier gegenseitig blockieren. Sehe ich das richtig? Warte mal. Das hier ist eine Rundstrecke. Und die funktioniert. Und das hier... Das funktioniert anscheinend nicht mehr. Haben wir hier ein ähnliches Problem? Hier steht jetzt ein Zug. Da stehen die Leute. Da stehen die Leute. Da stehen die Leute. Und da stehen die Züge. Weil der hier nämlich beim Einfahren auf 2 Gleisen steht und den nächsten blockiert. Das heißt, die Züge, die wir hatten... Die sind zu lang für das System. Das Ding ist, dasselbe Problem habe ich auch bei den regulären Zügen schon gesehen, bei den Güterzügen und sowas. Da muss ich dann hergehen. Ich gucke mal gerade ganz kurz, ob das hier mit dem Traffic Manager überhaupt geht. Anscheinend ja. Da müsste ich dann sagen, hier, ihr dürft hier nicht rüberfahren und ihr dürft hier nicht rüberfahren. Irgendwie sowas in der Art. So. Und jetzt sind sie verschwunden. Achso, weil die hier nicht mehr wechseln dürfen, muss ich die Linie jetzt erstmal wieder neu erfinden. Aber es ist ja nicht die einzige Stelle, wo sie wechseln können, oder? Also hoffe ich doch. Habe ich jetzt meine U-Bahn-Linie kaputt gemacht? Ich entferne das mal nochmal, sicherheitshalber. Aber das ist natürlich, das ist natürlich bedenklich. Okay, die Züge fahren hier aber. Linie 4 scheint zu funktionieren. Linie 2 fährt. Und Linie 3 ist noch blockiert. Wir probieren das mal gerade. Die sind gerade verschwunden. Das hier war doch Linie 3, ne? Ha, jetzt fahren sie wieder. Oder springen oder spawnen neu oder ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aber jetzt ist hier auf jeden Fall wieder Bewegung drin.
Wir hören mal um ein weiteres Fahrzeug. Also da müssen wir ein Auge drauf halten. So, wie ist das hier? Wird auch nicht gefahren. So. Jetzt wird hier wieder gefahren. Jetzt sagte mir aber wieder, dass hier die Station nicht angefahren werden könnte. Aber ich meine, die Bahnen, die können doch hier zwischendurch immer wieder wechseln, oder? Ja, hier sind überall ganz normale Wechselpunkte, so wie auch auf den Straßen. Das müsste doch also eigentlich so gehen. Im Moment fahren sie. Und es sind alles 150er. Außerdem steht hier Fahrzeuganzahl. Jetzt steht hier 3 von 3. Okay. Das müssen wir mal beobachten jetzt. Ich spule mal ein bisschen. Huch. Was ist das denn? Ich spule mal ein bisschen vor. Da steht einer der Züge. Der fährt jetzt hier runter und jetzt mal gucken, wie der sich hier verhält. Der verschwindet hier einfach. Okay, das heißt, die Züge kommen tatsächlich nicht damit klar. Dass ich hier die Verbindung. Okay, das heißt, wir sind darauf angewiesen. Dass wir auf jeder unserer Linien ausschließlich die 150er Züge haben. Weil die kurz genug sind, dass es funktioniert. Beziehungsweise die runden Linien, denen scheint das egal zu sein, weil die ja ihre Spur nicht wechseln müssen. Aber die Linien, die ihre Spur wechseln müssen, die stehen sich dann gegenseitig auf die Füße. Ich glaube, hier kann ich ein Fahrzeug sogar wieder rausnehmen. Hoffentlich kein 180er. Okay, also Linie 3 fährt jetzt auf jeden Fall. Und es sind ausschließlich 150er Fahrzeuge drauf. Was ein Ansturm hier, Wahnsinn. Aber die scheinen das zu handeln. Das ist in Ordnung. Dann guck ich jetzt mal hier noch vorbei. Ja, Altersheim, das hast du mir schon mal gesagt, Spiel. Ist okay. Das sind jetzt auch nur noch 150er und die fahren. Okay, das Problem war tatsächlich, dass die Züge zu lang waren. Ihr seht das ja anhand der Pfeile. Der hier auf der linken Seite reinfahren wollte, der musste hier wechseln, um dann auf der rechten Seite wieder auszufahren. Nur dadurch, dass der zu lang war, stand der hier über und konnte nicht mehr rausfahren. Und der nächste war davon dann auch blockiert. Aber so wie es jetzt ist, haben wir es anscheinend. Okay. Gut, dann haben wir das also kapiert. Wunderbar. Schlechte Geschwindigkeit ist auch mal wieder runter. Denn damit haben wir jetzt erstmal gesehen, was wir sehen mussten. Gut, aber das ist doch gut zu wissen, ne? Ich für meinen Teil habe es zum Beispiel nicht gewusst. Überhaupt nicht. Was ist hier los? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ach so, ja. Okay, gut. Nachdem wir uns jetzt darum gekümmert haben, können wir uns mal überlegen, wie wir hier... Willst du mir eigentlich auf den Keks gehen, Spiel? Willst du das? Ich weiß nicht, ob du das willst, aber du tust es gerade. So. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist mir die Musik gerade ein bisschen anstrengend. Ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen, aber... Jetzt ist es eh rum. Jetzt ist das Lied eh durch. Tja, schultechnisch sieht das eigentlich alles gar nicht mal so schlecht aus. Selbst hier sind die meisten ganz gut untergebracht. Wir haben ein ganz gutes Plus bisher, ne? Wenn ihr damit zufriedener seid, dann kriegt ihr jetzt hier eine Schule. Ja, unsere Mission in der nächsten Zeit ist ja sowieso, hier dieses Gebiet ein bisschen weiter auszubauen. Und hier könnte man sich auch noch überlegen, wie man weitermacht, ne? Hier zum Beispiel noch so ein bisschen näher an die Bahn ran. Das wäre eine Option. Wie ist das hier eigentlich? Der fruchtbare Boden, der reicht hier noch ein Stückchen weiter. Also ein bisschen mehr Landwirtschaft könnten wir hier eigentlich noch mit aufnehmen. Dann hier vielleicht auf Geschäfte wechseln. Noch ein, zwei mehr Brücken.
Und dann von der anderen Seite aus die Wohngebiete noch ein bisschen weiter hier rüber ziehen. Dann haben wir hier einen großen Flatschen Stadt. Ich meine, so eine gewisse Kernstadt brauchen wir ja auch. Ausschwärmen und kleine Dörfer machen können wir dann ja später noch. Das haben wir ja früher auch schon gemacht. Die Deponie darf ihren Dienst wieder aufnehmen. Ach ja, die Staus. Ich würde sagen, die Situation hat sich ganz gut gelegt. Also die Kreisel hier, die waren eine gute Entscheidung. Schön. Schön, schön. Es lohnt sich zwar kaum, aber komm, ein bisschen was mehr können wir auf die Weise hier rausholen. Dann würde ich sagen, ziehe ich hier eine schöne Kurve. So machen wir das mal. Und das darf sich ja eigentlich auch hier verbinden. Das ist okay. Dann ziehen wir das mal so bis hierher. Hier dann auch mit einer leichten Kurve hier wieder rein. So. Dann wie gesagt, hier ein bisschen mehr Industrie noch hin. Haben wir auch ein bisschen Bedarf. Also von daher ist es schon okay. Wollen wir gerade noch ganz kurz schauen. Ist das hier noch im landwirtschaftlichen Bereich? Nur gerade so. Wäre ich dann hier mal ein bisschen großzügiger, würde ich sagen. Damit hier die richtigen Gebäude auftauchen. Und dann können wir, was ist das denn hier? Und dann können wir hier außerhalb noch ein bisschen Gewerbe freigeben. So. Ach guck mal, das sind ja gar keine Autobahnen, das sind reguläre Straßen, das sehe ich ja jetzt erst. Haben wir hier nicht eine zweispurige? Ja doch, haben wir. Dann nehmen wir die halt einfach mal gerade. Aber das geht natürlich nicht, klar. Naja, macht auch nichts. So. Auf die Weise ist jetzt nämlich schon mal ausgeschlossen, dass hier aus Versehen Gebäude sich ansiedeln. Denn das wollen wir nicht. So, ziehe ich hier mal eine größere Kurve rum. Kann man ja auch mal machen. Hier eine große Gerade und dann... Ah, hier haben wir so eine kleine Straße. Was ist denn das hier? Eine Bibliothek habe ich da ein bisschen ausgelagert. Okay. Oh, dann machen wir das hier jetzt mal so. Dann haben wir hier zwischendrin sogar noch ein bisschen Platz für Grünflächen. Für, keine Ahnung, Parks. Parks vielleicht ein bisschen zu viel gesagt für die kleinen Ecken da, aber irgendwas fällt uns da schon ein. So, dann geben wir das Gebiet hier mal frei. Mal kurz gucken, ob hier Wasser ist. Natürlich nicht. Aber wenigstens denke ich dran. Wenigstens das. Und hier unten können wir auch direkt schon mal so ein bisschen vorbereiten, ne? So. Ja. Schön, schön. Und dann müssen wir halt auf Dauer wirklich schauen, ob die eine Brücke hier ausreicht. Hier könnte man eigentlich auch einen Fußweg noch hinbauen, ne? Nur gerade so ein kleiner Spontangedanke. Also zumindest mal sowas in der Art hier. Dass man hier nicht immer ganz außen rum muss und eher das Auto nimmt, sondern dass man hier auch mal einen etwas direkteren Fußweg hat. Und selbiges könnte man ja auch hier machen. Ich weiß noch nicht, ob das ein Weg ist, den die Leute gehen. Aber falls ja, können sie das jetzt. Achso, und dann kann man ja hier hinten rum und da hoch und da rüber und ja, warum eigentlich nicht? Und der Weg hier wird ja auch ordentlich genutzt. Boah, schön hier in den Smog rein. Na, großartig. Na, jetzt hat sich aber schon mal einiges angesiedelt. Da ging doch schon mal ganz gut jetzt. Kann ich hier unten noch ein bisschen mehr freigeben? Sieht das hier von der Textur her aus wie landwirtschaftliches Gebiet? Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Also hier Dings, fruchtbarer Boden. Gerade so ein ganz kleines bisschen. Ja, probieren wir's. Probieren wir's einfach mal. Ein bisschen mehr Gewerbe können wir brauchen. Dann kommt das jetzt einfach mal direkt hier mit rein. So.
Und hier könnten wir eigentlich auch noch ein bisschen was freigeben. Aber ich glaube, hier setze ich mal Wohnhäuser hin. Ja, warum eigentlich nicht? Und bevor die jetzt anfangen hier zu bauen, machen wir das so. Ja, das passt doch. Hier können wir eigentlich auch mal so eine schöne Direktverbindung machen, ne? Muss jetzt leider so ein Häuschen hierfür weichen. Aber das sollte die Fußweglage hier auch nochmal deutlich verbessern. Ja, ein einziger steht. Ich wollte gerade sagen, guckt euch an, das hält sich ja noch im Rahmen, aber die meisten davon waren sowieso geparkte Autos. Ach ja, hier haben wir ja die U-Bahn-Station. Die Leute, die verteilen sich jetzt alle, beziehungsweise gehen hier rüber zum Umsteigen. Gab's da nicht auch? Warte mal. Erhöhte U-Bahn-Station? Okay, ich dachte, es gäbe hier vielleicht auch eine doppelte. Aber vielleicht nur, wenn man es nicht on hat oder so. Erhöhte U-Bahn-Station. Erhöhte Alternative zur U-Bahn-Station. Weiten die Funktionalität der U-Bahn auf oberirdische Strecken aus. Platzieren Sie zuerst erhöhte Stationen, verbinden Sie mit U-Bahn-Gleisen. Okay. Die muss aber trotzdem an einer Straße platziert werden. Na gut. Wie gesagt, sowas können wir uns ja alles mal ansehen noch. Keine Ahnung, vielleicht wenn wir irgendwo so ein kleines Dörfchen haben, dann kann die Bahn da ja auch oberirdisch entlangfahren. Da brauchen wir ja nicht überall Tunnel für. Und innerhalb der Städte ergibt es natürlich Sinn mit den Tunneln. So, was ist hier eigentlich mit der Bildung los? Hier sind zwei Oberschulen und trotzdem langt das noch nicht so wirklich. Dann setze ich mal eine noch wegen dahin. Hier kriegen wir doch bestimmt noch irgendwo einen Fußweg zwischen, oder? Ja, wunderbar. Sogar ohne, dass die Häuser weichen mussten. Genauso können wir es dann hier auch noch machen. Ah ja, und Strom brauchen wir noch. Und wir brauchen aus dem Gewerbegebiet. Mal gucken, ob sich der Strom jetzt darüber verbreitet. Wasser haben wir, das ist schon mal gut. So, jetzt haben wir sogar hier vollständig. Ja, da siedeln sie sich an. Also der Strom, der wird langsam darüber wandern demnächst. Das sollte dann funktionieren. Was hatten wir hier alles hingesetzt? Vermutlich Gewerbe, genau. Weil das hier alles sehr nah an den Bahntrassen liegt. Wenn man hier gerade so große Gewinne, da könnte man eigentlich auch hier den Bodenrichtwert noch ein bisschen erhöhen. Vor allem so ein Park kostet ja auch nicht die Welt, ne? Also machen wir es einfach mal, dann sind die Leute hier ein bisschen happy. Hier könnte man das noch machen. Hier ist zwar hauptsächlich die Landwirtschaft, die kann keine Stufen aufsteigen. Aber wenn die Leute hier ein bisschen happy sind, dann sollte das auch nicht negativ sein, denke ich mal. So, hier noch eine Verbindung geschaffen. Warum eigentlich nicht? Na, unser beschauliches Nährenweiler. Das läuft doch ganz gut bis jetzt. Das läuft doch wirklich ganz gut bis jetzt. Abgesehen natürlich von, ja, wisst ihr schon. Ah, wir bräuchten einen gut gebildeten hier drin. Na gut. Dann hoffe ich mal, dass hier in der nächsten Zeit irgendwann mal einer aus der Schule rauskommt. Okay, wir haben eine Uni hier unten in der Ecke. Das macht es für dieses Gebiet hier natürlich schon ein bisschen schwierig, aber hier draußen, die haben natürlich quasi gar keinen Zugang zur Uni. Dann ändern wir das doch mal und setzen eine dahin. Das ist jetzt auch so ein bisschen außerhalb, aber ich meine, schöne Busverbindung können wir natürlich auch noch schaffen. Die Busverbindungen hier könnten generell auch noch ein bisschen besser sein, glaube ich. Aber gut, dann fangen wir einfach mal hier an oder sagen wir mal hier drüben. So, dann kann man hier auch direkt umsteigen. Oder machen wir das mal hier so? Hier vielleicht. Ah, das ist eine Einbahnstraße und hier darf ich nicht auf der linken Seite die Busse anhalten lassen. Warum auch immer das nicht geht. Ist ja eine Einbahnstraße, da hätten wir ja eigentlich die Freiheit. Aber naja. Hier ist so viel bis jetzt auch noch nicht los, dann würde ich sagen, hier
Fangen wir an. Dann holen wir vielleicht hier noch ein paar Leutchen ab. Und fahren dann an der Schule und der Uni vorbei. Und dann direkt noch hier oben in die Ortschaft rein. So, kann man hier auch direkt umsteigen. Und dann hier zur Uni und zur Oberschule. Und hier wieder vorbei. Und hier unten schließen wir die Linie jetzt ab. Jetzt würde ich sagen, diese neueste Linie hier, nee, ich möchte die ja nicht verlegen, sondern hier Buslinie 9. Da sind jetzt 11 Fahrzeuge drauf. Das scheint mir ein bisschen viel. So. Mal gucken, was draus wird. Auf Dauer müssen wir die ganzen Verbindungen sowieso alle paar Zeiten mal wieder durchgehen, ne? Das ist ja klar, denke ich mal. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir doch jetzt schon mal relativ erfolgreich gewesen. Die Kreisel funktionieren immer noch super. Der Ausbauwarenerfolg ist dankbar angenommen worden von unseren Leuten, wenn man sich das hier so ansieht. Die Bildung wird bergauf gehen und wir haben uns um die verbuggten U-Bahn-Linien gekümmert. Ich würde sagen, wir haben richtig was gerissen hier. War doch gut. Und nächste Folge sehen wir zu, dass hier aus dem Dörfchen noch ein bisschen mehr wird. Ich meine, schaut es euch an, wir haben ja bisher noch quasi überhaupt nichts hier ausgebaut. Da kommt noch so viel auf uns zu. 4000 und ein paar zerquetschte Einwohner brauchen wir noch. Also ich hoffe, die sind nicht zerquetscht, ihr wisst, was ich meine. Dann schalten wir die nächste Kachel frei. Ah ne, ich könnte sogar noch eine einkaufen. Na gut, aber ganz ehrlich, so viel ist hier nicht mal los. Ich würde sogar sagen, wie wäre denn, wenn wir hier irgendwo einen Güterbahnhof hinbauen? Und dann, keine Ahnung, vielleicht hier in dem Gebiet noch einen. Dann könnte der nämlich sowohl von unserer harten Schwerindustrie als auch von unserer Landwirtschaft genutzt werden. Um Waren, keine Ahnung, in andere Städte zu liefern. Irgendwie sowas. Ja, das dann aber in der nächsten Folge. Für diese Folge bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde mich über ein Däumchen freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. Euer Kerge.